Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir für euch im Kaffee-Universum mit der Siemens EQ6 Plus S400. Wir wollen heute gerne Milchschaum kredenzen und zwar in einem Gang zwei Milchschaumgetränke wieder aufpimpen. Wir gehen mal davon aus, dass wir zwei Cappuccino haben oder zwei normale Kaffee, zwei Espresso, zwei Kaffeecreme, was auch immer. Und ihr seid Milchschaum-Fetischisten und wollt jetzt gerne zu zweit zur gleichen Zeit dort Milchschaum draufballern. Das geht mit der Siemens EQ6 Plus S400 super von der Hand, denn wir haben alles an Bord, was wir brauchen. Erster Schritt ist, die Maschine muss startklar sein. Wasser muss im Tank drin sein. Der Tank sollte maximal gefüllt sein. Wer dort jeden Tag das Wasser wechselt, der ist auf der Flavor Super Seite. Und wer dort einen Filter drin hat, ist auf der Flavor Hoch Deluxe Seite angekommen. So, das haben wir. Beim Milchschaum selber ist es jetzt nicht wichtig, welchen Kaffee ihr verwendet. Das ist Wayne, denn wir brauchen keinen Kaffee in diesem Schritt. Milchschaum wird für Kaffeegetränke verwendet, auch um Milchkunst als Dekor darzustellen. Er entsteht durch das Aufschäumen von Milch selber, wobei deren Eiweiße und Fette Strukturen bilden, die Luftbläschen umschließen. Eine weit verbreitete Annahme, dass Milchschaum möglichst fest sein müsste, ist vermutlich auf den Vergleich mit der Konsistenz von Schlagsahne zurückzuführen. Oh, Milchschaum ist einfach godlike. Passt auf. Wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben jetzt hier zwei Cappuccinos und ja, da ist der Milchschaum, ja, der ist nicht mehr so existent, ne? Das ist schade. Aber ihr würdet gerne und also die Freundin und ihr selber würdet gerne jetzt wieder da einen neuen Milchschaum oben drauf machen, weil ihr seid halt Milchschaumfetischisten. Das ist kein Problem. Und zwar für beide gleichzeitig. Kein Ding, Homies. Was brauchen wir dafür? Wasser ist drin, Maschine steht da und wir brauchen Milch. Verantwortlich für die Bildung des Milchschaums ist das in ihr enthaltene Eiweiß. Dabei spielt der Fettgehalt der Milch eine super krasse Rolle. Außerdem begünstigt homogenisierte Milch das Ergebnis positiv. Der Fettgehalt der Milch sollte wenigstens 1,5% betragen. Ein höherer Fettgehalt als 3,5% begünstigt das Entstehen und die Stabilität des Schaums und führt insgesamt zu einer cremigen Konsistenz. Oh, 3,5% Fett. La la la. Da drüben steht sogar eine 3,8% fettige. Die ist noch positiver. Nicht fürs Gewicht, aber für den Milchschaum. Und was wir gemerkt haben, ist, wenn ihr laktosefreie Milch verwendet, gibt es nochmal einen extra Gainer zum Milchschaum-Universum. Also versucht das mal, auch laktosefreie Milch zu benutzen. Wir sind der Meinung, dass dadurch ein noch krasserer Stand herkommt und noch bessere Milchschaum dadurch erreichbar ist. Ne? So, zurück zum Topic. Wir müssen also unseren Schlauch angeschlossen haben an die Maschine. Wir holen jetzt unsere normale haltbare Vollmilch, 3,5% oder mehr. Es geht natürlich auch weniger, okay? Aber ist halt nicht so schön. Dann kommt da unser Schnippeldippel rein, fertig. Es geht natürlich auch, wenn ihr dort so einen schönen, zylindrigen Edelstahlbehälter hinstellt, dort die Milch reinfüllt, klar geht das auch. Aber es ist einfach nicht so nötig, finde ich. Es ist reicht, wenn wir einfach die Vollmilch aus dem Kühlschrank holen, daneben stellen, dann kommt der Schlippel da rein, fertig. Danach rausholen, wieder in den Kühlschrank zurück, schönen Tag noch. Ist doch viel besser, oder nicht? Beim Aufschäumen mit einer thermischen Verfahren, das macht diese Siemens EQ6 Plus, sollte mit möglichst kalter Milch begonnen werden und die Temperatur des Schaums während des Vorgangs etwa 60 Grad Celsius nicht überschreiten. Ja, denn zu heiß gerinnt das Eiweiß. Das wollen wir ja nicht. Aber dazu hilft uns die Siemens EQ6 Plus super, denn sie geht nicht über 60 Grad. Ja, ist alles schon eingebaut. Automatismen, Automatismen. Wir haben also Milch, alles klar. Wir haben Wasser, alles klar. Wir haben zwei Cappuccino, die ein bisschen gepimpt werden wollen. Nur als Beispiel, es können auch Milchkaffee sein, es können Espresso sein, Kaffeekrämer, was ihr wollt. Oh, dann werden wir loslegen. Hier, wir schalten auf Milchschaum.
Das heißt, wir haben hier links Espresso, Espresso Macchiato, dann Kaffee Crema, dann haben wir Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee. Und jetzt kommen wir zum Milchschaum. Der Milchschaum ist zu sehen anhand einer Kanne. Und da drinnen sieht er auf dem Display ein wenig Milchschaum. Das geht natürlich auch. Ihr könnt den hier reinmachen, sicher, und dann da rein. Aber warum? Wir haben Automatismen im Gerät, also lasst uns sie nutzen. Um zwei Milchschaum, Freunde auf einmal befriedigen zu können, drücken wir diese Taste hier, wo die zwei Cups drauf sind. Dann kommt hier zweimal Milchschaum. Haha, lecker, oder? Das heißt, jetzt kriegen wir die doppelte Menge an Milchschaum raus. Die Maschine weiß also, okay, du kriegst vom Milchschaum einfach nicht genug. Auf geht's, wir werden jetzt zweimal doppelten Milchschaum ballern. Kein Ding, kriegen wir hin. Jetzt müssen wir noch auswählen, wie hoch die Milliliteranzahl sein soll. Groß. Groß bedeutet, dass zweimal das Latteglas recht gut gefüllt wird. Okay? Und in dem Latteglas ist dann hier unten so viel wird Milch drin sein und Schaum ist dann so ein dicker Flotschen hier oben. Ne? Bei der großen Sache. Das heißt also, in dem Fall zum Aufpimpen von unserem schon bestehenden Kaffee wäre das nicht so sinnvoll. Also drücken wir auf Klein. Da würden wir jetzt eine kleine Menge hier drauf machen. Ja, aber du weißt ja nicht, guck mal, es ist schon recht viel weg. Und wir wollen ja richtig viel Milchschaum haben. Also gehen wir ruhig hin und machen Mittel, weil wir können, während das, der Milchschaum rauskommt, können wir die Start-Stopp-Taste benutzen, um die Füllmenge dann zu stoppen. Deshalb werden wir jetzt mittelgroß wählen und ich werde es dann manuell stoppen, beziehungsweise es wird sogar eventuell klappen. Um jetzt den Milchschaum loszuballern, geht es also mit der Start-Stopp-Taste rechts oben im Display los und wir können direkt frischen Milchschaum auf unsere ja schon betagten Kaffees ablassen. So, jetzt saugt er Milch an. Die Milch wird dann erhitzt, wird dann verschäumt und kommt an den vorderen beiden Ausläufen heraus. Und kommt so dann auf unseren Kaffee drauf, der dann wieder abgegradet wird. Dann kommt es. Es füllt sich, wie ihr seht. Ihr zu Hause geht natürlich so bald wie möglich runter mit dem Schnüdeldüdel. Ich mache mal ein bisschen höher, damit man es besser sehen kann. Jetzt kommt also der Milchschaum, wird rausgepumpt und bildet jetzt eine schöne Schicht auf unseren vorhandenen Kaffee. Oh. Damit könnt ihr jeden Kaffee veredeln. Lecker. Ihr könntet sogar hingehen und Kaffee von einer normalen Kaffeemaschine nehmen, den da drunter jagen und Milchschaum draufsetzen. So, guck mal, jetzt wird schon ein bisschen eng. Jetzt machen wir Stopp. Dann läuft es natürlich noch ein bisschen nach, aber hört dann auf, wie ihr seht. Der restliche Milch, die nicht gebraucht wird, geht wieder zurück. Und tada, wir haben wundervollen Milchschaum auf unsere betagten Kaffeetassen bekommen. Es ist hier wieder alles frisch und wir sehen auch hier, wir haben einen standhaften Schaum, seht ihr, der läuft nicht weg und das direkt auf oder in zwei Tassen. Super. Jetzt probieren wir noch. Ich kann mich runterkramen hier. Seht ihr, da ist eine richtig schöne Milchschaumschicht oben drauf und das auf beiden. Jetzt können wir natürlich hingehen, wenn da drunter ein schöner dunkler Kaffee ist, können wir hier ein Kunstwerk raufkredieren, schön was machen raus, was zeichnen, einen Drachen oder so, was ihr wollt. Oder wir gehen hin und geben etwas Puder drauf. Das sieht auch immer schön aus. So, guck, ein bisschen Puder drauf. Oh. Und haben unsere Cappuccinos wieder zurück. Abgegradet, wieder zurück ins Kaffeegenussland geholt. So, jetzt, wenn das fertig ist, könnt ihr erstmal jetzt den Kaffee genießen. Klaro, oh ja, Kaffeegenuss pur. Ey. Danach holen wir hier den Schnippel wieder raus, packen den wieder zurück in Position. Unsere Milch kann dann wieder in den Kofferraum, hätte ich fast gesagt, in den Kühlschrank zurück. Und wenn wir die Kaffeemaschine das nächste Mal ausschalten, dann wird die Kaffeemaschine automatisch ein Reinigungsprogramm abschließen. Dazu sagt sie oder wird euch auffordern, eine Tasse drunter zu stellen. Das müsst ihr nicht unbedingt machen.
weil alles, wo hier abgezischt wird, geht auch in die Abtropfschale selber. Das müsst ihr selber wissen. Ihr müsst dann nur auf Start drücken, dann macht sie eine Kurzreinigung, dann schießt sie nämlich mit heißem Dampf nochmal da durch, weil Milch, ne, ist so, hat viel Eiweiß und das freut halt die Keime und begünstigt eine Keimbildung. Deshalb sollte man diese Reinigung auch immer durchführen lassen. Für die manuelle Reinigung habe ich aber ein extra Video gemacht, machen wir hier vorne ab und können das ganze Milchsystem ausbauen und dann gezielt reinigen. So, zack, danach ist alles wieder da und wir können auch, wie ihr seht, auch instant direkt wieder loslegen und andere Kaffeespezialitäten zum Beispiel nachschießen oder selber wieder kredenzen. Und das doppelt. Ich passe nochmal zusammen. Ihr braucht Wasser, ihr braucht Milch und zwar so hochprozentig wie möglich. Ihr braucht 2 Tassen. Der Schnippel kommt ganz runter. Wir gehen auf den Milchschaum, auf die Menge auf doppelt. Dann könnt ihr 2 Tassen auf einmal mit der Größenangabe, die ihr einstellt, selber dann mit Milchschaum versorgen. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Soon.